Willkommen zurück bei Orion the Blind Forest. Ja, ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht, eine Audiospur sichern und so. Und jetzt geht's direkt weiter. Bei diesem Let's Play. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Nein, da komme ich niemals rüber, ohne Schaden zu nehmen. Ich glaube, da brauche ich dann den Dreifachsprung zu. Oh Gott, hier gibt's noch so viel zu entdecken, ne? Ich guck erstmal wieder ein Stück hoch. So, einmal zwei Lebenspunkte wiederholen. Kann ich eigentlich, wenn ich hieran speichere? Okay, alles klar, gut. Wollte ich nur wissen, ob das die Lebensenergie auch wieder auflädt. Ah, es lädt alles auf. Es lädt auch unsere Energiezellen wieder auf. Praktisch, praktisch. Ich wusste, das kann man schaffen. Geisterlicht. Es wurde Geisterlicht hinzugefügt. Und wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. So, und wieder zurück. Und wie versprochen, Ultrageistermagnet werden sofort absorbiert, die meisten Gegenstände. So, wir testen es einfach mal, wenn wir hier den Gegner hier besiegen. Ob wir das Zeug noch einsammeln müssen. Ja, es wird. Also das. Ups, fast in den Pfeil noch reingelaufen. So, mit dem Doppelsprung müssen wir jetzt aber hier hochkommen, ne? Ja, kommen wir. Sehr schön, noch mehr Energie, wieder ein Drittel. Okay, jetzt müssen wir hier wieder. Okay, da hoch muss ich auf jeden Fall wieder. Ich gucke mal, ob ich dann nach links komme. Dann nach rechts habe ich auch nicht geguckt, egal. Nein, das war mir zu knapp. Upsa, so. Alles klar. Nein, das war's auch nicht. Oh Gott, ich habe gerade für eine Sekunde vergessen, dass ich eine Aufnahme bin und kommentieren muss. Aber ich war gerade auch so ein bisschen. Ich finde diese Musik auch so gut, deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen stiller, weil ich einfach die Musik ein wenig genießen will. Ah, so. Zack, 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 hoch. Ich glaube, ich muss sogar da hoch. Huch. Das war knapper, als ich es hätte haben wollen. Ha, so, dann noch geschafft. So, weil ich wollte nämlich noch kurz nach rechts hier rüber. Wenn ich dann hochkomme. So. Dann nehmen wir uns den einmal. Und dann gehen wir wieder nach links rüber. So, wunderbar. Hat doch geklappt. Ich bin immer ein bisschen stiller, wenn ich mich konzentriere. Das weiß ich. Und hepp. Okay, er hat uns getroffen, aber hier haben wir noch einen Geisterpunkt. Haben wir den? Ach, den haben wir schon längst aktiviert, stimmt ja. So, der Geistermagnet ist auf jeden Fall richtig, richtig praktisch. Somit geht jetzt auch kein einziger Punkt mehr verloren. Dadurch, ja, dadurch, dass die Punkte jetzt sofort zu uns gezogen werden. Seelenverbindung ist wieder bereit. Sehr schön. So, den nächsten Punkt werde ich auf jeden Fall dahin setzen, dass wir mit den Geisterflammen zwei Gegner auf einmal treffen können. Schon allein, dass wir für diese hier nicht mehr 1000 Stunden brauchen jeweils. Jo.
So, der Stein liegt da noch. Bin gespannt, ob ich jetzt darüber komme. Na, hat fast gereicht, hat fast gereicht. Ich probiere es nochmal. Ja, ich probiere nochmal, indem ich da reinspringe. So, zack, zack. Und kaputt. Nein. Nein. So, 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 so. Ich bin tatsächlich hingekommen. Wer hätte es gedacht? Aber das sind Stacheln, da komme ich nicht hin. Also geht's hier nicht weiter. Ich glaube sowieso nicht, dass man da hin sollte. Nein. Nein! Ah. Ja, ich beeile mich. Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Ich sag dazu nichts mehr. Oh Mann. So. So, das Lichtgefäß da rechts ist mir jetzt aber auch egal. Dafür haben wir uns ja dieses geholt. So. Gespeichert. Das ist mir jetzt egal. Ich will jetzt nur noch zu diesem Baum. Hoppa, hoppa. Ich weiß auch mal gar nicht, ob ich, während ich kämpfe, also während ich Geisterflamme hier benutze, ob ich dabei groß reden kann, weil der Ton ist ja doch ganz schön laut. Wieso war der eben nicht an der Stange, sondern an dem Dingens, da oben? So, Wasserader! Und wir sind in dem Baum, beziehungsweise wir können in den Baum. Errungenschaft freigeschaltet, innen verfault. Ja, das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginsu-Baums finden. Ah, cool. So. Da habe ich das eben kurz auf mich genommen, dass ich da nochmal hochspringen muss. Einfach um den Dingens da zu erledigen. So, jetzt können wir nochmal hier durch. Das Ding da erledigen. Na los, kommen wir dann Reichweite. Huch, bin ich ihm fast in den Pfeil reingesprungen. Einfach nur mal kurz. Also ich bin gerade mit Absicht ein bisschen stiller. Weil hier gibt es gerade neue Musik. Wunderschön einfach. Einfach nur wunderschön. Ja. So, an dieses Stück hier. Dann weichen wir dem einmal aus und können einen weiter. Das war blöd. Und jetzt fallen wir wieder runter. Oder auch nicht. So, einmal dadurch.
Alles klar, dann warten wir, bis der hier vorbei ist. Und jetzt können wir mit da dran springen. Da rechts ist was. Das hab ich genau gesehen. Pum! Kaputt. So, und wir können einmal hier lang. Und weiter. Autsch, 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 autsch. Das sind ja. Halt! Halt, 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 halt. Da rechts in die Wand konnte ich. So, machen wir die einmal alles kaputt. So. Einmal da dran. Ich geh einfach mal hier rein. Oh Gott, jetzt bin ich hier oben. Das ist auf jeden Fall interessant. So, ich gehe mal zuerst nach hier gucken. Hier ist nämlich noch so einer. Der bringt uns nach da runter. Okay. Hier können wir nur einmal unsere Kristalle wieder aufladen. Sehr gut. So. Und tap. Und wir kommen wieder ungestört rüber. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Müssen hier rein. Ups. Ja. Ja, okay. Und. Also, ich hätte was geschafft. Ja, ich. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Also werde ich jetzt einfach hier durchspringen. So schnell wie es geht. Das war was, ne? Genau. Energiepunkt. Dann hier durch. Dann wieder diese Szenerie hier hoch. So, aber warten, bis der vorbei ist. Und dann an den hier ran, an den obersten drauf. Oder auch nicht. Und wir sterben einfach nochmal. Ist kein Ding. Ja, es tut mir leid, diese Szene werde ich jetzt vorspulen. Bis ich wieder da bin, wo ich eben gerade auch war. So, da bin ich wieder. Ja, ich befinde mich jetzt wieder hier an der Stelle. Und ja, mal gucken. Ja, gefailt. Also das muss man auf jeden Fall. Zack. Ich weiß gar nicht, wo ich überall rauskomme, hä? Ah, okay. So muss ich also springen, alles klar. Ich bin so schlecht, ne? Ich fasse es gerade selbst nicht. So. Und rein. Ha, geschafft. Speichern. So. Alles klar. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Jetzt gehe ich einmal noch da. Okay, da komme ich auch da rein. Ha, so komme ich hoch. Okay. Was war das? Ach. Ist klar.
Ja, ich glaube, das war aber schon verkehrt. Kann ich den da durchschieben? Ja, kann ich. Sehr gut. So, dann macht der jetzt nämlich das kaputt. So. Auch ein interessantes Rätsel, auf jeden Fall. So. Dann geht das jetzt da rein und macht den kaputt. Sehr schön. Genau so wollten wir das. Und jetzt kommen wir weiter. Ja. Machen wir kaputt. So. Es ist mir... Also ich gewöhne es mir jetzt an. Ich versuche jetzt einfach jedes... Huch. Was ist... Ach, das war ein Bosskampf. Oh, ich dachte, das wäre einfach nur so einer. Okay. Habe ich mich ein bisschen vertan. Macht aber nichts. Wir haben ihn beim ersten Versuch geschafft. Und es geht weiter. Boah, wie hoch ist dieser Baum? Krass. Wo bin ich? Ach, da unten. So, werde ich hier noch einmal... Portal. So. Oh Gott. So, dann da rein. Zack. So. Und mit einem Treffer. Ha, aber wir haben es geschafft. Okay. Und hier weiter. So, alles klärchen. Vier Stück brauchen wir. So, dann werde ich an dieser Stelle nochmal. Nein, das war. Sehr clever. So. Kaputt. Ach, da konnte man nicht lang. Okay, alles klar. So, hier jetzt nochmal springen. Einsammeln, springen. So. Huh, geschafft. 1, 2, 3, 4 und zack. Sesam, öffne dich. Und wir gehen einmal hier durch. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Spiel gespeichert. Und eine neue Fähigkeit. Juchheidi. Tief aus dem Innern dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Rem war agil, er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit. So, dann hören wir einmal Rem zu. Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Ah, cool. Also, so zack und bam. Alles klar, das gefällt mir. Wir werden aber sehr versagen in den nächsten Rätsel, weil das nicht ganz so einfach ist, wie es gerade ausgeschaut hat. Wie gesagt, Spiel haben wir gerade gespeichert und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!